Schönen guten Morgen, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg. Wir machen ein Interview auf Deutsch, weil der gute Herr ein Deutscher ist. Da versteht ihr mich auch besser, wenn ihr nicht verstanden. Also, hallo! Hallo! Also, du bist da Daniel... Malheur. Oh, Malheur, Malheur. Hey, Malheur, Monaco-Pop aus Berlin. Okay, meine Frage, wie bist du zu deinem Namen gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte, das würde, aber mein Urgroßvater war ein Malheur. Der war Fotograf auf Montmartre. Ja. Und Urgroßvater mütterlicherseits war ein Malheur. Also, der hieß Malheur. Das ist ein echter Name, ist es dann? Ja, ein echter Name, ja, auf jeden Fall. Aber ja, jetzt ist natürlich mein Künstlername, weil es mütterlicherseits, väterlicherseits ist ein anderer Name und Monocle. Monocle, yes. Du machst eine Art Gesang 1920er. Kann man das so ausdrücken? Ja, also das ist Popularmusik aus den 20er, 30er und 40er Jahren. Aus der Ära der Schellackplatte oder ganz kurz gesagt Monocle-Pop aus Berlin. Das heißt, du bist dann einer der Gentlemans hier auf der Con oder auf dem Anno, lass mal so sagen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Lass mal so fragen, wenn man dich irgendwie buchen will oder dich engagieren will für etwas, hast du bestimmt eine Internetseite oder eine Fangemeinde, hast du auch wahrscheinlich, nehme ich stark an. Also man findet mich unter dem Namen Daniel Malheur oder daniel-malheur.de, da findet man meine Seite, aber auch auf YouTube, Facebook, überall. Daniel Malheur, Monocle-Pop aus Berlin. Wo kann man dich auch noch finden, außer jetzt auf der Anno hier, bis auch auf anderen immer noch vertreten kannst? Ja, ich bin auf verschiedenen Steampunk-Events, dann spiele ich in England, in Whitby, auf dem Goth-Festival, auf dem WGT in Leipzig spiele ich regelmäßig, auf dem Techno-Festival kann man mich auch mal finden oder auf alternativen Rock-Festivalen, ich mache alles. Ich mache alles. Ich bin der bunte Vogel, von dem keiner glaubt, dass es ihn gibt. Daniel Malheur, Monocle Pop aus Berlin. War das jetzt gerade Schleichwerbung? Nein, es war offene Werbung, keine Schleichwerbung. Keine Schleichwerbung. Ich mach offen und aggressive Werbung, damit die Leute auch auf mich aufmerksam werden. Sind deine Sachen auch auf YouTube oder auf anderen Plattformen zu sehen, dass die Leute sich etwas darunter vorstellen können? Ja, also über meine Seite danielmalheur.de gibt es Verlinkungen zu YouTube, zu Soundcloud und es gibt genügend Soundbeispiele. Es gibt ganz alte, also alte ganze CDs, die man auf Soundcloud sich anhören kann und die aktuellsten Sachen sind natürlich auch dabei. The Heaven and Hell Orchestra, The Incredible Songbook of Charles T. Goodhill, teuflische Tangos und okkulte Chansons aus dem Berlin der Weimarer Republik. Das war jetzt Englisch, Deutsch und Französisch zusammengeschmissen in einem Satz. Das war genial. In 1000 Satz. Und jetzt frage ich dich, da du einen französischen Nachnamen hast, du hast ja französische Wörter gesprochen, kannst du auch Französisch? Ah, dann sag mal etwas auf Französisch, bitte. Mon grand-père était Monsieur Henri Paul Malheur, il était photographe à Montmartre. Il vivait avec ma grand-grand-mère à Montmartre, il travaillait là, dans les années 20. Okay, und du kommst aus Berlin, gell? Ja, geboren in Hamburg, aber ich lebe in Berlin. Wie kann es sein, dass dann ein nicht an der Grenze lebender Deutscher eben selbstverständlich Französisch spricht? Allein von der Familie kann es nicht kommen, irgendwann verliert sich das ja langsam. Das kann man lernen in der Schule. Das heißt, du willst jetzt den Leuten sagen, geh zur Schule oder was? Genau, geh zur Schule. Es gibt nichts Wichtigeres als Bildung. Und Monocle Pop aus Berlin. Also, ich danke dir, Daniel. Hab mir ein Fest. Habt noch viel Spaß hier auf der Anno. Also, ihr wisst jetzt. Ja, mein Konzert. Ihr wisst jetzt, wo ihr ihn findet. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Merci, Monsieur. We'll be right back.
show me better. So there's no flutter. But check out the side of the kids, play fuck it. I'm many, who tell it, so tell it, so tell it. You tell it, fuck, there's no watching for the hold. So get a word together, see the world of cousin, but nothing, I'm trying, I'm actually fucking just.